Hi, nochmal. Halli, hallo, Hallöchen. Willkommen zurück bei Wizard101. Ich bin Stufe 71. Das wurde ich letztens nochmal gefragt. Ich zeige ja hier dieses Startbild nur sehr selten. Wir spielen jetzt eine Runde Wizard101. Wieder einmal bin ich sehr spät dran. Soll euch eigentlich egal sein. Nun ja, gestern ist eine Folge ausgefallen. Das tut mir natürlich leid. Ich bitte euch, habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Im Moment komme ich einfach nicht dazu. Nun ja, aber ich denke, nach über 670 Folgen kann man das sich auch mal erlauben. So. Ja, wir haben... Sorry. 20 vor 1, mitten in der Nacht. Und ich muss jetzt noch zwei Folgen aufnehmen. Morgen, beziehungsweise jetzt, wo die Folge ja draußen ist, bin ich auf der Roleplay Convention in Köln und ich habe wieder mal keine Zeit. So, zwischen der letzten und der jetzigen Folge habe ich einige Sachen erledigen können. Mir wurde freundlicherweise geholfen, beziehungsweise ich habe angefangen, hier lästige Gegnermassen zu besiegen. Ich musste ja viel einsammeln, habe dann hier die Freundesliste angemacht, die ich jetzt übrigens ausmache, obwohl jetzt um die Zeit eh keiner online ist. Und dann wurde mir ein bisschen geholfen, hier ging dann ein bisschen schneller, hätte ich aber auch alleine hingekriegt. Das hat die ganze Sache natürlich auf der Couch schön beschleunigt. Ich habe alle besiegt, Grauhorn, Söldner, plus noch diese Elefanten. Von den Schakalbanditen musste ich welche besiegen. Allerlei Straßenkämpfe schaffen. Genau, auf der Baobab-Kreuzung musste ich auch 11 Sachen einsammeln, indem ich da Viecher besiegen musste. Also das war wirklich einfach nur lästig. Was sagt ihr eigentlich dazu? Findet ihr es in Ordnung, wenn ich diese Sachen jetzt immer häufiger, wenn ich das dann hinbekomme, offscreen mache? Oder wollt ihr, dass ich die ganzen Straßenkämpfe wieder online mache? Also hier während der Aufnahme. Ich finde das ganz cool so. So. Jetzt wollen wir erstmal diese ganzen... bringe Schilde zurück zum Schildständer. Wir wollen jetzt diese Sachen erstmal hier einlösen, die ich alle geschafft habe. Ne? Ich musste 11, ich glaube 11 Schilde einsammeln oder sowas. Legen wir doch mal los und sammeln schön fleißig Erfahrungspunkte ein. Hier? Ach, hier vorne der. So, jetzt sprechen wir mit Sisani Sonnenlauf. Hi. Du bist ein ausgezeichneter Krieger. Ich weiß. Nun, wo wir unsere Schilde wieder haben, sollten wir die Soldaten im Dorf mustern. Sag ihnen, sie sollen sich in der Kaserne einfinden und bewaffne sie. Bereite sie auf ihren Kampf mit den Großnasen vor, indem du ihnen zeigst, wie ein Duell funktioniert. Ich dachte, ich hätte hier ein Äppchen gesehen. So, ich muss sie was einsammeln. Das ist ja nichts leichter als das, oder? Ist ja ulkig. Na komm, mein Kleiner, komm. Komm schön mit. Was soll das? Na komm. Hallo? Der will nicht. Der hat keine Lust. Ich kann ihn verstehen. Man muss auch nicht immer Lust haben zu kämpfen. Ah. Das war, glaube ich, auch einfach gar nicht... War auch einfach, glaube ich, jemand, der gar nicht dazugehörte zu dieser Quest, ne? Der hier hinten noch. Geschafft. Nun ist es an der Zeit, hinüber zur Kaserne zu gehen und diesen Kämpfern ein paar Waffen in die Hufe zu drücken. Okay, da hinten kommt ein Kampf auf mich zu. Was ist das denn? Noch ein bisschen schwarzen Lotus sammeln. Mein Gott, was gibt es hier viel schwarzen Lotus, oder? So, da gehen wir jetzt aber nicht rein, denn wir haben ja noch ein paar andere Quests einzulösen. Das möchte ich gerne machen. So, geh hier hin, schwarz, Menshöhle, spricht man diese. Mit der muss ich auch noch sprechen. Wo ist sie denn? Ach so, hier kann ich ja noch nicht durch. Da war aber noch mehr.
Ach, genau. Ah. La 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 la. Ein bisschen Quests einlösen. Mann, oh Mann, YouTube spinnt im Moment total. Da war ich ein bisschen erstaunt, ne? Eins meiner Wizard-Videos hatte nach 2 Tagen 90 Aufrufe erst, was inzwischen nach bald 4000 Abonnenten doch ein bisschen zu wenig ist. Hab ich gedacht, das kann doch nicht sein. Ja? Ich meine, ich habe eh nicht die riesen Aufrufe, aber das ist wirklich, das war wirklich wenig. Da war ich ein bisschen, da dachte ich, was habe ich falsch gemacht? Habe ich irgendwelche Einstellungen nicht richtig gemacht oder so? Aber irgendwie war es ein Fehler von YouTube. Du hast alles zurückgebracht. Ich habe einen 705. wunderschönen Präsentkorb für meinen Cousin Reginald zusammengestellt. Kannst du ihn bitte bei ihm am Golemturm vorbeibringen, wenn du wieder zu Hause bist? Klaro, Golemturm. Gehen wir nachher bestimmt mal hin. Wir haben noch den hier. Gehen wir erstmal zur Baobab-Kreuzung. Und dann komme ich vielleicht... Nee, ich glaube, ich schaffe es noch immer nicht, in dieser Folge in Level 72 zu sein. Ah, da hinten liegt noch was. Einsammeln. Der Kevin nimmt alles mit. So ist er, der Kevin. Ne? Ein kleiner Langfinger. Du Schlawiner. Du kleiner Schlawiner. Du bist aber auch ein Schlawiner. Ach, der Kevin. Ja, der kleine Kevin. Ja, Kevin, guck mal, da ist ja noch mehr Holz. Steckst dir in die Unterhose. Nebelholz. So, wir gehen nach oben und sprechen mit der Giraffe und bekommen 8000 Erfahrungspunkte. Aber hier fehlt noch ein bisschen mehr. Es ist wahr, dass es ein leichtes ist, mit seinen Taten Geschichte zu schreiben. Doch sie mit Tinte und Feder festzuhalten, gelingt nur großen Meistern. Ich danke dir, dass du die fehlenden Seiten von Pajas Buch gerettet hast. Das war's. Sehr schön. So, was haben wir denn noch? Keine Quests. Schwarzmähnes Höhle. Da muss ich kämpfen. Finde Kilmaris Geisterpfad, auch in der Savanne. Hier muss ich in die Saftingenskirchen. Aber war da nicht noch mehr? Ja gut, hier zum Golemturm gehen, das ist ja albern. Das ist aber jetzt, glaube ich, wieder ein kleiner Dungeon oder so, ne? Naja, wir gehen mal dorthin. Wenn das allerdings wirklich ein Dungeon ist, werde ich diesen Dungeon jetzt auch nicht machen. Komm, Kevin, komm. Einfach aus Zeitgründen. La 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 la. Oh, Kevin, jetzt bist du aber hier einen komischen Weg gegangen, oder? Wir müssen nämlich gleich auch nochmal kurz nach Wizard City. Können wir einfach nicht außer Acht lassen. La 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 la. Hallo. Na, ihr lieben Leute. Ich bin schon wieder da. Ich gehe einfach nicht weg von hier. Aha. Lass mal gucken, was uns hier erwartet. Wieder ein Kampf, bei dem ich abluse? Wir werden sehen. Oh, exzellent. Heute darf ich mit den Tränen eines Zauberwirkers meinen endlosen Durst stillen. Endlosen Durst stillen. Bosskartenspiel ausrüsten. Das brauchen wir nicht. Und werde ich wieder ablosen, Freunde? Die Feuer... Was, das Feuerschild brauche ich nicht in diesem Fall. Wir haben ein Ifrit. Wir haben einmal Feuerregen. Das sind meine einzigen Angriffszauber. Zweimal Satyr. Das ist ein bisschen wenig, oder? Komm, dann machen wir nochmal den Ifrit rein. Und nochmal den Feuerregen. Ach, ich weiß es nicht. Ich lose eh ab. Und dieser Kampf wird sich wahrscheinlich wieder bis in die nächste Folge ziehen. Nun gut. Wir gucken mal, ob ich es schaffe. Ja, ihr wisst ihr, beziehungsweise ihr habt schon recht, meine 6710.
Boah, guck mal, wie viel der hat. 1, 2, 3, 4, 5 Superpips. Der haut mir... Der ballert mich jetzt direkt richtig voll. Nicht schlecht, oder? So, ich mache am besten als erstes... Scheiße. Naja. Direkt 10 Pips hat er quasi. Wie kann man denn mit so viel starten? Ja, wie gesagt, ihr habt schon recht. Ich brauche eine bessere Rüstung. Bin mir aber gerade nicht schlüssig, wie ich es hinbekommen soll. Also wie es am... Was die leichteste Möglichkeit ist, das hinzubekommen. Außer 1000 Mal noch das Wasserwerk zu machen und sowas. Minus 50% auf Feuerangriffe. Okay, Mädchen, dich mache ich also als erstes mal platt. Okay. Okay, Mädchen. Okay, Mädchen. Okay, ich verstehe schon. Ja, wenn wir uns jetzt von dem Typen erstmal fernhalten. Ich habe... hier das einmal. Dann hat sie da noch die minus plus 25% drauf. Dann kriegt sie die... Kriegen wir jetzt... Machen wir jetzt am besten als nächstes direkt den Feuerregen. Nur die Frage ist, mache ich es mit gigantisch? Ja. Und gleichzeitig mache ich aber noch Turm kostet 0, gut. Und warte darauf, dass alle Pips voll sind, so dass ich die Tante direkt jetzt gleich wegpusten kann. Hoffen wir, dass ich irgendwie Erfolg habe. Gut, minus 50, sehr schön. Immer noch genug, ne? Dafür, dass ich hier noch nichts wirklich geleistet habe. Ach, da kommt schon wieder so jemand. Ich hasse diesen Angriff. Obwohl, das ging ja jetzt. Trotzdem sind mir bereits über 1000 abgezogen worden. Und ja, das können wir schon mal da drauf machen. Sehr schön. Und werden jetzt erstmal den Feuerregen zaubern, sodass zumindest hier die Tante weg ist. Ich weiß, sie ist nicht großartig, aber... Ja, sie macht hier diesen Feuerschild auf den, auf diesen Löwenhain hier. Kilmare Geisterpfad, so heißt er. Ach, guck mal, das ist auch schon wieder ein Geist, tatsächlich. Ach, der hat eine Feuersteigerung. Ach, der ist Leben, ja wunderschön. Dann kriegen wir den aber mit dem Ifrit gleich besiegt. So, und du gehst jetzt nach 2 Runden oder sowas kaputt. Ach. Dann steht es nämlich 1:1 und dann können wir loslegen. Guck mal, 811. Allerdings hat er auch über Ermächtigung. Oh, was bedeutet das? Weiß ich jetzt gerade nicht. So, Mädchen, du bist schon mal weg. Jetzt können wir durchatmen ein bisschen. Wir machen gleich mal die Elfe, damit ich ein bisschen Leben habe. Lalalala, 811. Nett, nett, nett. Nett, was ihm da pro Runde ein Zauber abgezogen wird. Ach nein, der hat 8710, nicht 6710. Der hat ja richtig eine Menge. Na gut, machen wir mal die Elfe. Schadet nicht, ne? Muss mal ein bisschen intelligent spielen. Und nicht immer so auf Risiko gehen. Und darauf hoffen, dass ich Glück habe. Was ich ja in den meisten Fällen nicht habe. Ne? So, er hat jetzt 4 Pips. Also, wenn er von mit irgendwas... Aha, okay, okay. Jetzt bräuchte ich ein Element. Nein, das andere Schild. Das andere Schild wäre besser. So, das hier können wir in diesem Kampf offenbar nicht gebrauchen. So, ich denke, er wird mich jetzt mit irgendwas Blödem angreifen. Deswegen machen wir mal... Turmschild. Ich muss eh Pip sammeln. Wie ein Weltmeister. Folge ist schon wieder rum. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, okay. Gut. Ah, da ist er ja. Hallo, mein lieber Freund. Sehr schön.
So, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Macht's gut. Mal gucken, ob ich den Besieg krieg. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ciao.